Guten Morgen, willkommen zu einem weiteren Vlog. Eigentlich hätte der schon um 7:45 gedreht werden sollen, aber die Kamera ist umgefallen. Was machen wir heute im Vlog? Wir kümmern uns um das Thema Fragen und Antworten. Das ist nämlich eine Sache, die ich jetzt vorhabe. Und wir schauen uns ein Produktivitätstool an, das ich gestern Abend auf dem Handy installiert habe. So, wir haben kurz nach 11. Ein paar Sachen sind schon erledigt. Das zeige ich nachher noch mit der App. Die ist jetzt neu gerade im Einsatz. Die kommt nicht immer so zum Einsatz, das sei schon verraten. Aber eine Herausforderung, oder vielmehr zwei Herausforderungen gab es heute schon. Einmal ist die Kamera umgekippt. Großer Schock, ja. Also richtig umgeplumpst. Da war ich gerade nicht zugegen. Ich stand also am anderen Ende vom Raum. Und dann sackt das Stativ auf einmal zusammen, also die Klemme nicht richtig angezogen. Und das war echt der Schock, aber es ist alles heil geblieben. Vor allen Dingen das Blöde war, der Monitor von der Kamera war rausgeklappt. Ja, das hätte böse enden können. Im Hintergrund sieht man gerade eine Aktion, da fährt ein Rechner gerade neu hoch. Problem, der bekommt keine Verbindung zum Cloud Storage, was ich hier noch im Büro stehen habe. Ist aber wichtig, weil da die ganzen Videos drauf abgespeichert werden bzw. gebackupt werden. Und der läuft langsam voll. Der hat noch 100 Gigabyte irgendwie auf der Platte und dann wird es irgendwo eng. Ja, kommen wir mal zu einem anderen Punkt zu sprechen, nämlich Fragen und Antworten. Ich möchte gerne ein Q&A-Format machen. Das heißt, man kann also Fragen stellen und das soll vielleicht einmal im Monat soll das mal starten und da einfach die Bitte, der Aufruf, wenn es zum Thema Recherche, Arbeiten als Information Professional etc. Fragen gibt zum Alltag als Selbstständiger, Herausforderungen als Selbstständiger, wie machst du das, wie machen Sie das, wie setzen Sie was ein und so weiter. Dann einfach Fragen per E-Mail, per Kommentar hier auf YouTube, über Twitter an @infobroker oder @michaelclems. Ich blende das jetzt gleich nochmal ein, die beiden entsprechenden Accounts unter Twitter. So, und dann wird das einmal im Monat wird das rausgepickt. Wenn es mehr Fragen und Bedürfnisse gibt, dann kann man dann noch öfters drauf eingehen. Aber das soll einfach mal ein Startpunkt sein, so ein Q&A-Format hier auf dem YouTube-Kanal zu starten. So, und jetzt gucken wir mal, was der Rechner hinten macht. Also sieht ja schon mal relativ gut aus. Vielleicht findet er jetzt die Cloud Storage. Die war halt einfach im Explorer nicht mehr da. Vor einer Woche ging das noch, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Schauen wir mal. War klar, ist nicht zu finden. Es fehlen also die kompletten Computer. Ich habe schon alles mit Freigabe etc. versucht. Aussitzen. Ich sage jetzt mal ganz brutal aussitzen. Aussitzen ist ein gutes Stichwort. Handelsregister.de geht auch wieder. Ja, die Veröffentlichungen sind wieder freigegeben, alles ist wieder beim Alten. Die haben also die Attacke einfach in Anführungszeichen durch Abschalten ausgesessen. Das hat mir ja gestern gezeigt. Also alle wieder glücklich. Und das Gleiche, denke ich mal, wird auch passieren hier mit meinem Cloud Storage. Ich kann jetzt das Netzwerk nochmal neu aktualisieren, aber das wird wenig bringen. Er zeigt also den Cloud-Rechner nicht als Gerät irgendwo an. Also irgendwo liegt da eine Macke bei den Netzwerktreibern, keine Ahnung. Wie gesagt, aussitzen, cool bleiben. Kriege ich mal auch anders gelöst, dann muss ich das halt über eine entsprechend externe Festplatte transportieren. Geht alles, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das löst sich auch wieder. So, weiter geht's. Wir mal über die Produktivitäts-App, die ich gestern installiert habe. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Man kann es normalerweise auch mit der Timer-Funktion von jedem Smartphone regeln. Es geht um dieses Pomodoro-Prinzip, dass man also eine bestimmte Zeit lang sehr konzentriert arbeitet, danach eine festgelegte Pause einlegt und dann geht das Ganze wieder für einen bestimmten Zeitraum weiter. Das wiederholt man dann so und so viel Mal in bestimmten Zeiträumen und dann kommt eine längere Pause. Das ist dieses Tomatenscheiben-Prinzip, was mal vor zig Jahren entwickelt und erfunden wurde. Und da gibt es auch verschiedene Apps. Und ich habe hier eine App, jetzt muss ich gerade gucken, wie das gute Teil hier heißt, dass wir das auch finden. Moment.
Das ist wieder der typische Vorführeffekt. Und zwar heißt das Ding Good Time und ist soweit kostenfrei und hat einen kleinen Vorteil. Und das finde ich insofern ganz charmant. Sobald der Timer läuft, man setzt also die Zeitzonen selber fest. Ich habe das auf 20 Minuten, Grundeinstellungen sind 25 oder 30 Minuten. Sobald der Timer läuft, wird die WLAN-Verbindung abgeschaltet, also die Netzwerkverbindung. Dann bekommt man auf das Smartphone keine Nachrichten mehr. Und das ist natürlich ganz nett. Dann wird man so gesehen auch, sieht man jetzt mal von anderen Quellen, Telefonen und vielleicht E-Mail am PC, wird man eigentlich nicht mehr gestört. Was auch noch ganz nett ist, und das ist der Vorteil, sage ich jetzt mal, zu dem traditionsmäßigen Arbeiten vielleicht nur mit dem Timer. Das System zählt die Phasen, die man sehr konzentriert gearbeitet hat. So, und da kann man sich ja ein Tagesziel festlegen, dass man zum Beispiel sagt, es gibt mindestens mal als Beispiel 3 oder 4 20-Minuten-Zonen, in denen man oder mehr sehr konzentriert arbeitet. Und wenn man die erreicht hat, dann kann man ja sagen, super, das war insofern schon ein sehr produktiver Tag. Heißt natürlich auch, dass man sehr konzentriert bei dieser Arbeit dabei bleibt. Also einfach mal ausprobieren. Also ich rate zum Einstieg ganz simpel mit dem Timer. Einfach das Ding daneben legen und dann 20 Minuten einfach mal konzentriert arbeiten, bis die Maschine bimmelt und dann ein Päuschen machen und zur nächsten Aufgabe übergeben. Hat den Vorteil, wenn man das zum Beispiel so aufteilt am Tag, dass man also nicht so zugeballert wird mit einer Aufgabe und den ganzen Tag so was Monotones macht. Man kann sich dann mehrere so Happen einteilen. Das halte ich für ganz wichtig. Bringen wir die App mal gleich in den Einsatz. Das wird so ungefähr so knapp 20 Minuten brauchen. Das ist die nächste Aufgabe, die mich jetzt hier erwartet. Passwort online. Dafür mache ich ja so ein bisschen hier Administration. Da muss die PHP-Version umgestellt werden. Das wird noch ein bisschen abenteuerlich. Wir hatten das jetzt auf 7.0 gestellt, aber Host Europe meint zum 3.12. es auf 7.2 automatisch setzen zu wollen. Tja, und ich habe das auf 7.2 schon mal getestet und da ging es nicht. Ja, mal gucken. Dann tasten wir uns an die Sache mal ran. Auch hier gilt so ein bisschen, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben noch bis zum 3.12. Zeit. Das ist so knapp ein Monat. Also da muss man jetzt nicht wild irgendwie gestikulierend irgendwas machen. Es kann halt an einigen Plugins liegen. Man wird es sehen. Also ich bin gespannt. Probieren wir es einfach mal. Kurz berichten, was aus der Sache mit Passwort und der PHP-Umstellung geworden ist. Hat soweit geklappt, war aber ein bisschen ein Krampf. Warum? Es gab diesen berühmten White Screen unter WordPress. Der ist so ein bisschen berüchtigt. Der geht entweder zurück auf Speicherprobleme oder das Theme oder eins der Plugins will nicht so recht. Und ja, da muss man dann mit so einem Trial-and-Error-Verfahren durch, alles deaktivieren und dann gucken, woran es hakt. Es hat an einem Plugin gehakt, an Slider Revolution. Der hat das Ganze zum Absturz gebracht, komplett. Das hat man dann später gemerkt. Soweit aktualisiert. Es scheint alles zu laufen. Gucken wir mal. Die Praxis wird es zeigen. Ja, das Ganze hat jetzt bis zur Mittagspause gedauert. Ich habe jetzt nach der Mittagspause noch so ein bisschen kleinere Alltagsdinge wie Handelsregisterdaten ziehen, Monitoringdaten aufbereiten für die Markenüberwachung gemacht. Und jetzt geht es noch in den Dreh. Video mit dem Kollegen, das will ich heute auch schon fertig haben, dann brauche ich das morgen nicht zu machen, weil morgen ist wieder Reifen angesagt. Ja? Das steht auch noch bevor. Reifen, diesmal meine Reifen müssen montiert werden, dasselbe Prozedere wie letzte Woche. Mit dem kleinen Problem, dass draußen Tische aufgestellt sind, ja, und da kann ich die Palette jetzt nicht hinstellen. Also ich muss morgen alles in Echtzeit soweit umbauen. Dann machen wir jetzt mal den ganzen Videokrempel und dann kommt es noch zum Abgesang nachher vom Vlog. Dann wird es auch wieder so 16 Uhr sein, dann geht er ins Rendern. Es wird halt wieder ein bisschen später. Ja, dann geht's weiter. Heiter weiter. Thank you.
Noch der Abgesang zum heutigen Vlog. Wir haben jetzt gleich schon viertel vor vier und das wird langsam auch schon wieder draußen dunkel. Ganz wichtig, Fragen und Antworten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es zum Thema Recherche, Arbeiten als Information Professional, wie kommst du, wie kommen Sie als Selbstständiger mit bestimmten Sachen klar? Wie vermarkten Sie, du, sich im Netz, Markenaufbau etc.? Wofür ist Content da? Was bringt das Ganze? Wie werden die Videos gemacht? Also wirklich das ganze Spektrum, was hier so abgebildet wird. Ja, und morgen geht es dann weiter. Ich habe auch schon für morgen ein interessantes Thema. Ich halte das jetzt mal ganz kurz so in die Kamera, dass man das sieht. Wir sprechen morgen mal über Prospektmaterialien und das ganze Thema Information Professionals von der Steilvorlagenveranstaltung im Zusammenhang, wieso die Argumentationen innerhalb dieser Prospektmaterialien sind, warum kostenpflichtige Datenbanksysteme oder Information Professionals einfach einen Vorteil haben. Das wird morgen das Thema im Vlog sein. Wir haben da Freitag, da ist mal ein bisschen mehr Zeit für sowas. Und damit ist der heutige Vlog vorbei und morgen geht's weiter. Ich freue mich über Fragen, wie gesagt, und sag bis morgen. Schönen Abend. Ciao.